Dann werde ich mal mein turboschnelles Pferd trainieren. Halb verhungert ist aber auch halb satt. Das ist auch Aha, wieder wahr. wieso habe ich jetzt eigentlich... Ach ja, ich habe Licht angemacht. Beim Pferd? Das Pferd hat Licht, hat es auch ein Radio. Wenn Olli singt, schon. Ja. Hast du gesehen, was wir machen sollten mit dem... Was war das? Oh, ich muss den Discord noch mal lesen. Irgendwas sollten wir machen. Mit was? Wessen Pferd schneller springt oder höher springt oder was war das? Das weiß ich nicht. Naja, muss man mal ausprobieren. Obwohl man, dafür musste man zumindest das Hindernis auch treffen dann. Also. Ja, treffen tue ich es aber nur mit der Nase. Nicht zu dicht aufreiten, die schlagen auch aus. Na, Echt jetzt? hurra. Probieren wir gleich mal aus. Nein, Warum nicht? das probieren wir nicht aus. Ach, das ist doch schade. Warum läuft doch nicht mit dem Eimer weg? Guck mal, ich habe den zweiten Balken jetzt gleich voll. Ja. Da müsstest du auch theoretisch bei dir auch schon blaue Stats haben, da. Ja, es sind blaue Stats zu sehen. Da bekommt man vom Zuschauer einen Drehwurm. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal schon die Aufgabe gekriegt, andersrum zu reiten. Ich bin froh, dass ich es in diese Richtung schaffe. Also das könnte ich auch nicht. Ohne Knoten in den Finger, meine ich jetzt. Aber Wie die jetzt? Richtung ist doch egal, in die man reitet. Ja, beim Zugucken kriegt man aber einen Drehwurm. Wenn du mir jetzt entgegenreitest! So, Guck mal, jetzt fertig. will er nicht mehr. Weg. Ihr Einmal. sollt die Vergauf vom Bären-Challenge machen. Dazu müssten wir Bären suchen. So. Da stand drinne, einer soll die Bären auf die Verkaufsfläche locken und einer soll verkaufen. Und derjenige, der die Bären auf der Verkaufsfläche hat, der schreit dann jetzt und dann drückt man verkaufen. Und zwar die lebendigen Bären. Weil die bringen mehr, oder? Weiß ich nicht. Das ist eine Challenge, die uns im Discord vorgeschlagen wurde. Ach so. Ja, geht das überhaupt? Ja, wenn du vorhin zugehört hättest, mein lieber Ehemann, und nicht Durchzug und so. Ja, ich habe viel zu tun. Die Lavisina hat Bretter verkauft beim Baumarkt und aus Versehen stand ein Wapiti auf der Verkaufsfläche. Ah. Da hat sie wild für 60 verkauft. Ah, okay. Ja, nun, also, ne? Dein Pferd braucht Hafer, dann ist der satt. Das Problem ist, dass das Pferd Hühnerfutter kriegt. Ja. Dicky, unsere Pferde kriegen Hühnerfutter und Schweinefutter, aber nicht. Kein Hafer Ah, oder kein so. Hafer. Oder. So, ich werde jetzt das Pferd wieder in den Stall stellen, damit es heute Abend nicht draußen schlafen muss. Also, mein zweiter Balken ist, wie gesagt, fast voll, ne? Ja, doch, also wenn man ein bisschen Geduld hat, dann kann man schon so ein bisschen. Die Frage ist, wie viel muss man aufleveln, dass man ein Plus macht mit der ganzen Sache? Das ist ja. Ja. Problem ist, wir haben uns gar nicht aufgeschrieben, was die Pferde gekostet haben. Also. Ja, wir müssten jetzt noch mal die Videos gucken. Stimmt. Dass wir das überhaupt wissen, ne? Ja. Dass man das so in etwa weiß, was man da überhaupt für einen Gewinn machen kann, Hast du oder? eigentlich Hühner verkauft, Ehemann? Ja. Warum sind denn hier noch weiße Hühner drinne? Ich habe zwei Hühner verkauft, wenn wir mit der Wimmer Zwei! wurden. Zwei weiße Hühner habe ich verkauft. Ja, Wie du du gesagt. solltest alle weißen und eventuell noch ein oder zwei schwarze. Ja, dann mache ich das morgen. Da verkauft er nur die halbe Brut, ey. Du hast doch gesagt, zwei weiße Hühner verkaufen. Zwei weitere! Also heute hast du es echt mit den Ja, aber Ohren, wenn, oder? ja, aber zwei weiße oder zwei weitere ändert nichts an der Zahl 2, die ich verkauft habe. Stimmt auch. Ich will die Scheidung. Schluss jetzt, wenn du deiner Frau nicht zuhörst. Aber es waren zwei. Ah,
Aber wenn das nur sechsmal zu leveln geht, müsste man dann immer darauf achten, dass man Pferde kauft, wo bei den Stats nur maximal fünf Kästchen fehlen. Das ist das, was Andreas geschrieben hat, unter den Videos und auch im Discord. Das, was er geschrieben hat, am besten so einen alten Klappergaul. Das ist übrigens auch eine Sache. Man sieht nicht, wie alt diese Pferde sind bei Ja, der das macht Auktion. gar nichts, siehst du. Man sieht nicht. Du weißt nicht, ob du so einen Klepper kaufst, der gerade nur noch umfällt, oder? Ne? Ja, ich weiß, inwieweit, das wissen wir doch auch noch nicht, beziehungsweise haben wir auch keine Erfahrung mit gemacht. Spielt denn Alter in diesem Spiel von Tieren überhaupt eine Rolle? Ich würde fast tippen, keine. Ja, das ist Ja. das Traurige, dass das Alter der Tiere hier keine Rolle spielt. Nee. Das Das ist ja sieht, genau ich das glaube Traurige. ehrlich gesagt, dass die Tiere, also wenn man jetzt mal die Schweine, die werden halt groß. Ja, So, die. ne? Und dann sind die groß und danach sind die halt da. Weißt du, was ich meine? Die sterben nicht an Altersschwäche, also zumindest nicht in einer. Nö, also ich glaube, das ist, da ist, der zählt das gar nicht. Weißt du, was ich meine? Da ist Das ist schon irgendwie kein so Timer drin, merkwürdig. der irgendwie die Tage zählt und dann. Also ein bisschen merkwürdig ist das schon alles. Also du machst ja schon eine gute Figur da drauf, ne? Dankeschön. Und jetzt noch mal ein bisschen Galopp bei einem um die Hindernisse drumherum, nicht drüber. Weil Galopp gehört ja augenscheinlich wohl auch dazu. Ja, es füllt ja aber diesen Balken nicht auf, ne? Armer kleiner Olli, was? Nein, nix arm und nicht klein. Er hat mich Huch. gegengelaufen. So. Wir haben, wieso sehe ich gerade auch, 19:39 Uhr. Das Alter von den Pferden kannst du an den Zähnen erkennen. Ja, hier auch, oder was? Manu, zeig mal deine Zähne. Ja, komm her. Bleib stehen. I will es gucken. Mach mal das Maul auf, Pferd. Ja, das ist immer, wenn das Maul aufmacht, das Gras davor. Der hat nur noch zwei Zähne. Ja, das ist übel. Du hast da echt einen Klappergaul, du, Ja, meine das Herren. ist wirklich, also. Dass es auch keine richtigen Jahreszeiten gibt, können sie auch nicht altern in Jahren. Das stimmt. Naja, wieso? Also es gibt ja so, also, je nachdem, wo man lebt, hat man ja auch nicht so spezifische Jahreszeiten. Warte mal, vielleicht kriege ich es ja gebacken. Ja, die Augen, die sind, das stimmt wirklich. Mach das mal. Einmal ganz kurz. Ziehen wir das mal hier rüber. Und Mod, 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 Mod. Dann muss ach, jetzt warum hier sagst die du denn nichts? Ich Mutti habe das machen. Ich doch. mach schon, ich mach schon. Ja, Mach. aber Kein Stress, ich habe kein das da drunter Stress. liegen. Also. Don't stress. Einmal den hier. Da haben wir den Discord-Channel. Und dann hier haben wir noch mal. So. Mein YouTube finde ich nicht. Warum nicht? Ist direkt darüber, ne? Zwei darüber, also. Wie zwei da drüber? Nein, nicht. Warte mal. Herrgott! Was ist? Ah, ich habe schon gefunden. Schon gefunden, schon gefunden, schon gewonnen. Da, 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 da. Ja, hast du? Oder? Nein. Doch, habe ich. Ach, ich bin so. Hast du? Kopieren. Ja. Okay. Steuerung V. So, da haben wir noch mal den YouTube-Channel. Ich habe jetzt überall das DC, überall wie DC.
Michi braucht jemanden, der Hühnereier einsammelt. Oder Stroh ist es alles voller Eier. Ach, du himmlischer. So, gehen wir schlafen? Mhm. Ja. Schlafen mit E. Schlafen mit E. Ich hab jetzt überall das DC. Also Discord. Sascha. Sprich ganze Sätze. So. Überall? Ich habe keine Ahnung. Also Handy, Tablet, überall oder wie? Ach, Discord, überall. Ach so. Ach so. Nur an der Mikrowelle noch nicht. Discord überall. Ja, ich habe auch. Ich habe auch Handy, Tablet. Manchmal, wenn ich sehr viel arbeite, dann denke ich immer, mein Handy ist mir in die Hand geklebt. Ja. So, guck mal, wieder neue Küken hier. Eier? Ah, aber du kommst gleich mal mit, mein Freund. Hallo. Mitkommen, zack. Du gehst jetzt... Nein, och. Da rein, so. Damit du hier nicht verloren gehst. Ah nein, ich wollte das. Ach Mann. Das Ei nicht einsammeln, also nicht aufnehmen. Hier draußen waren ja auch noch Eier. Wir müssen unbedingt die Eier verkaufen. Beziehungsweise verarbeiten. Ja, ich bin schon dran. Ich hatte die ganze Zeit mit. Ist eine unsere Sau eigentlich schon trächtig? Das weiß ich so genau nicht, aber wir warten mal ab, dauert ja noch mal. Also die haben jetzt alle schon eine gewisse Größe, die Tiere. Ach, das dauert also noch. Also brauchen wir jetzt für die Wurstverarbeitung... Wurst ist zurzeit ein bisschen schwierig, ja. So, okay. Weil man könnte rein theoretisch einen von den Ebern verarbeiten, aber... Man könnte auch eine Kuh verarbeiten. Ja, oder ein Pferd. Was? Nix Kuh. Nein. Toaster, Föhn, Tierklingel, Rasierapparat, überall. Ah! Also am Föhn mache ich mir Sorgen. Spätestens, wenn der heiße Kaffee über meinen Kopf kommt. Dein Pferd ist ganz schön widerspenstig. Das will hier fliehen. Es hat mein Pferd bestiegen. Guck mal, die springen gegeneinander. Ja, es sind... Machen also. Das Pferde normalerweise, dass die gegeneinander springen? Es gibt nur noch zwei Kanäle im Fernsehen. Rentsch-TV ist weg. Also, echt? Ich kenne das nur von zwei Hengsten, wenn die sich bekämpfen, dass die dann schon mal... Das ist ja, das finde ich jetzt bedauerlich. Zwei Kanäle? Ja, beim Fernseher gab es drei Kanäle. Ja. Auto-TV, Immobilien-TV und Rentsch-TV. Ja. Und Rentsch-TV ist weg. Ach. Ich habe eben den Fernseher angefangen. Was war denn das da? Was ich hatte. Komisch, sehr merkwürdig. Siehst du das? Das sind nur noch diese zwei Kanäle. Stimmt, der war... Der mit der Pferde ist weg. Das ist doch bedauerlich. Schade. Ich dachte, da kommt mal was dazu, aber ja, nein. Ja, hab ich auch gedacht. Die haben Copyright-Problem wahrscheinlich mit der Musik, die da drin war, oder was? Damit habe ich Urheberrechtsverletzung gehabt. Mit dem Song? Nee, weiß ich nicht. Nee, mit irgendwas aus dem Radio, ne? Ja, dann guck mal im Radio. Nee, horch mal im Radio, ob da auch nur noch zwei sind. Zahlt die GEZ in Raten, ergo weniger Sender. Ah! Aber mal was anderes. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Da war ja die Straße mit den Häusern, ne? Stellt euch mal vor, man ist so verrückt und sagt jetzt, hier ist die Straße hier unten oder hier, na hier fühle ich ja eher weniger, aber warte mal, ich nehme mal das Pferd mit, damit das auch mal Ausritt bekommt. Und jetzt stellt euch mal, oder ich zeige euch das jetzt nochmal, was ich gerade im Fernseher gesehen habe. Wir haben ja da unten die Straßen, die zu den Läden führen, etc. pp. Und jetzt überlegt euch mal, wenn wir jetzt Langeweile haben, dann würden wir jetzt hier überall diese Häuser hinsetzen,
verschiedenste, weißt du, so an der Straße entlang, wenn du wirklich Langeweile hast. Und dann kannst du dir richtig heftig eine Stadt aufbauen. Das einzige Problem, was du dann auf Sicht haben wirst, ist Holz. Also Bäume werden dann wahrscheinlich. Aber so die Straße entlang, überall diese Häuser. Nee, kannst du nicht, weil du kannst auf der Map nicht bauen. Du kannst ja nur in dem Bereich deiner Ranch bauen. Stimmt. Das ist nicht gesagt, Ehemann. Ja. Also hier hinten konnte ich ja ziemlich weit raus. Ja, aber direkt an der Straße geht das doch. Ich will's mal probieren. Ja, mach mal. Doch, das steht irgendwo, hat Janice geschrieben. Ja, ich hab das auch irgendwo gelesen, dass man das nicht kann? Da kann man leider nicht bauen. Andreas hat schon probiert, dann brauche ich das ja nicht machen. Ja, aber das wäre noch cool, weißt du, so. Weil du kannst ja keine Straße machen. Es sei denn, du mähst jetzt gerade da mal ein bisschen Rasen weg oder so. Aber eine Straße an sich kannst du ja nicht bauen. Ja. Ne? Ja, das stimmt. Nein, och. Ich hasse ihn. Der Baubereich hört kurz hinter der Bushaltestelle auf. Ja. Okay. Dieses Pferd ist nicht zu lenken, ich brauche neues. Also ganz klein ist ja die Fläche nicht. Ne? Nee, also man muss schon sagen, Platz ist ja wirklich eigentlich relativ viel. Ne? Kann man eigentlich gar nicht meckern. Ja, stell dir mal vor, du könntest die ganze Welt bebauen. Mhm. Ja. Ihr baut die besten Straßen. Wollt ihr eine Straße? Frage Julia. Ich weiß, Omsi, ne? Ich sehe noch mal ein bisschen Holz, ne? Ja, sie braucht ja was für ihr Haus, ne? Ja. Da muss sie ja auch mal weitermachen, die Frau, aber die arbeitet ja einfach nicht. Die hängt nur an den Zitzen ihrer Kühe rum, ey. Ich mache Käse ohne Ende hier. Ja, ich kann ja auch Käse machen. Ja, aber du musst ja auch dein Pferd trainieren. Ja, will ich das? Ja, aber man muss ja mal gucken, irgendwie wahrscheinlich mit dem Verkaufen, oder? Wie das dann so ist. Ich brech mir die Finger mit dem Scheiß, ne? Ja. Ist wirklich wahr. Na guck mal, es ist in die Gesundheit und so, das geht auch hoch dann. Ja, aber bis man das wirklich voll, also ich glaube, das ist heftig. Ist die Frage, ob man das muss. Also rein theoretisch kann man da so ein bisschen das aufleveln. Wahrscheinlich bringt das dann auch schon so ein paar Taler. Wobei, naja, auch das auch befriedigend irgendwie. Wir müssen mal in die Mittwochfolge gucken von letzter Woche. In die Samstagsfolge von letzte Woche müssen wir mal reingucken, was wir für mein Pferd bezahlt haben. Dann wäre es ja ein Bausimulator. Och, Hans, Spielverderber. Oh, Sigi, noch 400? Dankeschön, Sigi. Damit führt Sigi unsere Bitcoin-Liste an. Cool. Dankeschön, lieber Sigi, dankeschön. Oh. Und noch einen drauf für Manu, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Oh Mann, Dankeschön. Langfristig ist das aber auch sehr, der einzige Anreiz. Ja, momentan wäre das Bauen tatsächlich der einzige Anreiz. Also das mit den Pferden, ich würde gerne das schaffen einmal rum. Und ihr seht ja, die Balken bewegen sich. Also ich habe den zweiten voll und der dritte fängt an. Die Balken bewegen sich. Ich würde das jetzt machen, dass ich sage, einmal voll rum. Aber dass ich das jetzt so auf die Sicht machen möchte, ich weiß es nicht. Ich glaube, da vergeht jedem sogar die Lust am Zuschauen.
Ich hätte die zum Beispiel viel lieber gezüchtet, weißt du? Ja, also züchten und die Fohlen dann schöne Hengstefohlen verkaufen, ja, oder sowas. Ja, irgendwie, ne? Also, das, und das ich war der Meinung, dass wir am Anfang Fohlen gesehen haben. Ich weiß es nur nicht mehr so genau. Vielleicht war das auch bei jemand anderem. Aber es stand in dem, da war ja dieser Kanal im Fernsehen und da war ja Breeding, dann irgendwie Care. Ja, also mit Pflege. Den Preisen angezeigt. Man muss ja nicht verkaufen. Und noch irgendwas. Wenn ich jetzt ein Pferd verkaufe. Einmal. Sonja, du hast damit den Hype Train ausgelöst. Oh mein Gott. Cool. 1000 Bits. Andreas, du hast, wenn du das getestet hast mit den Pferde verkaufen. Sieht man wie viel man das gekauft hat? Oder müsste ich da jetzt echt in dein Video gucken? 5.759. Hast du bezahlt für dein Pferd? Ja, sieht, okay. Hat Friedhelm geschrieben. Ja, dann teste doch mal. Ja. Ach je, ach je. Naja, 50 gehen ja alleine für die Auktion schon wieder drauf, ne? Ja, ja. Ist ja schon wieder. Naja, ist egal. Geld ist tatsächlich ein echt gerade. Wir haben Geld auf einem Kante, wir brauchen gerade keins. Und ich brauch's ja nicht verkaufen, hat er gesagt. Nee, außerdem ist nee, wenn du nicht willst oder so, dann musst du. Aber das ich kann ja wenigstens mal gucken, ne? Scheiße, ja. Die 50 für die Auktion haben wir jetzt auch über. Also. Ja, klar. So, das bleibt das jetzt hier stehen oder läuft das jetzt weg?